Der Traum der Menschheit, die Lüfte zu erobern, ist ebenso alt wie der Traum, länger als nur ein paar Sekunden unter Wasser zu tauchen. Bereits in der Antike soll Alexander der Große mit Hilfe einer Taucherglocke derartige Versuche unternommen haben. Das erste U-Boot, das selbstständig wieder auftauchen konnte, war die Submarine Explorer, die 1865 vom deutschen Auswanderer Julius Gröhl konstruiert wurde. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten U-Boote einen deutlichen technischen Fortschritt, der sich kontinuierlich fortsetzte. Das russische Boot TK-208 erzielte 1984 den Rekord für die längste Tauchfahrt am Stück. Ganze 121 Tage blieb es unter Wasser, ohne aufzutauchen. Somit toppte es den Rekord des britischen Bootes HMS Warspite um 10 Tage.